Langfeld City zur alten Feuerwache, Mai 2019. Der Quartiersplatz nimmt Gestalt an. Bäume wurden gepflanzt und Beete angelegt. Erste Wege und Anschlüsse für die Beleuchtung sind vorhanden. Mitarbeiter der Firma Sademann bewässern die jungen Bäume. Im Außenbereich von der Richrather Straße 54 und 56 werden Kantsteine gesetzt. Moderne LED-Straßenbeleuchtung und eine Einzäunung mit edelrostbeschichteten Stahlelementen ist um das Energieversorgungshaus errichtet worden. Die Häuser an der Richrather Straße 36-38 werden vermietet und sind ab dem 01.08.2019 bezugsfertig. Richrather Straße 54 und 56 werden auch vermietet und sind ab dem 01.09.2019 bezugsfertig. Schauen wir uns die Häuser 36 und 38 an der Richrather Straße von innen an. Helles, großzügiges Treppenhaus und es sind alle Etagen von der Tiefgarage aus mit dem Aufzug zu erreichen. In den Häusern 36, 38, 54 und 56 an der Richrather Straße entstehen insgesamt 44 attraktive Mietwohnungen mit zwei oder drei Zimmern und Wohnflächen zwischen ca. 66 und ca. 95 Quadratmetern. Der letzte Bauabschnitt liegt an der Straße in den Griesen. Hier ist der Baufortschritt nicht zu übersehen. Verklinkerungen stehen im Vordergrund und erste Tür- und Fensterelemente sind bereits eingebaut.